Hallihallo, moin moin, herzlich willkommen hier, Sunwinkel. Ich darf euch begrüßen zu einem weiteren kleinen Unboxing. Ich habe hier heute für euch das Microsoft Surface Pro aus dem Jahr 2017, also das 5er. Das heißt aber nicht 5, Surface Pro 5, sondern es heißt einfach nur Surface Pro. Das Folgemodell heißt dann wieder Surface Pro 6. Ja, warum Microsoft das gemacht hat, kann ich nicht nachvollziehen. Aber nichtsdestotrotz, das schauen wir uns jetzt mal an. Es ist noch original verpackt, in Folie verpackt. Das heißt, ich werde das Ganze jetzt einfach mal irgendwo anritzen und dann für euch aufmachen. Hier kann man es sehen, es ist die Windows 10 Pro Variante, da ist also Windows 10 Pro drauf. Dann ist hier einmal der i5 Prozessor drin mit 128 GB SSD und 8 GB RAM. Das Modell 1796. So, ich mache das jetzt mal auf. Ich warte auch noch auf ein paar andere Sachen, die noch dazu kommen sollten eigentlich. So, bevor ich den Karton komplett zerstöre, will ich jetzt erstmal die Folie abreißen und das Messer lege ich gleich mal auf die Seite, damit da nichts passiert. So, hier sieht man es auch nochmal, Windows Microsoft Surface Pro. So, na, geht so auf, so cool wie, ich muss ein bisschen schütteln, ein bisschen nachhelfen, aber dann ist es auf. Der Karton macht einen sehr guten und robusten, stabilen Eindruck. Es könnte fast Holz sein, es ist aber Pappe und schwer ist der Karton. So, dann ist hier einmal eine Lasche, da kann man dann das Tablet herausheben. Das lege ich mal auf die Seite. Irgendwo, wo ich Platz habe, hier habe ich ein bisschen Platz. Dann haben wir hier einmal eine kleine Gebrauchsanweisung wahrscheinlich, oder Quick Start Guide mit dem Surface Pro und Warranty Kartenbestimmungen. Das lege ich auch gleich auf die Seite. Ich habe hier die Wi-Fi Variante. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt mit der LTE Version gibt oder nicht. Ich glaube ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ist auch nicht so wichtig erstmal. Ja. So, ordentlich verpackt wieder. Das lege ich hier wieder rein. Wie rum war es denn? So rum war es drin. Und hier gibt es dann noch ein bisschen was mehr. Das ist ein bisschen schwer. Da ist wahrscheinlich das Netzteil drin, weil viel mehr Platz habe ich da auch nicht mehr. Und erfreulicherweise ist das ziemlich klein. Da ist noch mehr drin. So, das war es dann auch. Einmal das Kabel und einmal das Netzteil, das erfreulicherweise wirklich sehr, sehr klein ist und nicht so riesig ist. Und hier ist der magnetische Connector für, um das Surface Pro zu laden. So, das war's dann. Mehr ist hier nicht drin. Das heißt, ich check das aber gleich nochmal. Aber ich glaube nicht. Ich kriege das ja auch nicht so einfach raus hier. Nochmal gucken. Ob noch eine Hülle oder irgendwas drin ist. Nein, Karton ist alles leer, komplett leer. Karton zerlegt. Jetzt habt ihr das gesehen. Kriege ich das wieder zusammen jetzt? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist nur der Träger gewesen, also ist es nichts mehr drin. So, dann kann ich den Karton jetzt auch auf die Seite legen oder zumindest mal hier liegen lassen. Dann liegt das Tablet etwas höher. So, dann mache ich das mal aus der Folie. Befreie ich das mal von der Folie, ja. Einmal hier und dann kann man das hier eigentlich so rausnehmen, eigentlich, das auch so geklappt hat jetzt und es geht sofort an, warum auch immer, das kann ich nicht verstehen, warum das Tablet sofort angeht. Das ist ein bisschen schmutzig. So, wir schauen uns jetzt mal das Ganze etwas genauer an. Wir haben hier oben einmal den Power Schalter für On-Off, dann haben wir hier eine Lautstärkenwippe und sonst ist hier gar nichts. Hier oben man sieht es nur ganz dezent, das ist nicht schlecht gemacht. Das ist so ein kleiner minimaler Spalt, vielleicht 1 mm groß. Das ist für die Lüftung gedacht, weil das Ding hat keine Lüfter verbaut, das ist ein passiven Lüfter. Und hier vorne sieht man ein paar Sensoren, ein paar Kameras für Windows Hello ist da. Und hier ist diese Webcam, die ist auch mit eingebaut. Und hier ist noch eine Kamera, kann man leicht erkennen oder auch nicht. Dann sind hier ein paar Sensoren verbaut. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, wenn man das ein bisschen schräg hält. Wahrscheinlich nicht wirklich, ne? Dezent gut versteckt. Auf dieser Seite gibt es dann einfach nur diesen Ladekonnektor. Oder ist das den Ladekonnektor. Dann gibt es hier noch einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Und auf der anderen Seite gibt es dann ein Mini-Displayport und USB 3.0. So, um jetzt nicht da irgendwas Falsches zu sagen, werde ich gleich mal gucken, ob das hier richtig ist oder die andere Seite ist. Also, gut. So,
rausgefunden, hier ist der Ladekonnektor, der, damit man das Ding laden kann. Das ist ein Boxen und das hier ist die andere Box. Wir haben nämlich Stereo-Lautsprecher hier und auf der Rückseite gibt es dann nochmal eine Webcam und weitere Mikrofone, wie man sehen kann. Das Windows-Logo und der Kickstand gibt es da. Das Besondere an diesem Kickstand ist jetzt einfach, man kann es jetzt auch einfach ein bisschen schräg stellen und im Studio-Modus dann benutzen. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Da kann man richtig hier mit dem Stift arbeiten. Der Stift habe ich noch nicht, der ist noch unterwegs. Der kommt noch. Und dazu gibt es dann auch noch eine Tastatur und ein bisschen weiteres Zubehör. Wie gesagt, das ist die i5-Variante, hat 8 GB RAM verbaut und 128 GB SSD. Es ist eine Intel HD 620 Grafik verbaut und es hat WLAN in A, B, G, N, R, C, Bluetooth 4.1, eine 8 Megapixel Autofokus Hauptkamera. Das ist die da hinten. Und auf der Front ist eine 5 Megapixel Frontkamera verbaut, ein Dualmikrofon, Dolby Audio Premium, Magnesium Gehäuse. Ja, ist für Windows Hello tauglich, also die Gesichtserkennung ist da integriert. Windows 10 Pro ist installiert. Die Akkulaufzeit soll 13,5 Stunden halten, laut Hersteller. Wir wissen ja alle, das ist nicht machbar, das ist nicht drin. Aber ich schätze mal, wenn es so 8-9 Stunden sind, kann man schon zufrieden sein, je nachdem wie hoch es fällt und steht alles mit der Helligkeit vom Display und den Anwendungsbereich. Wenn man ständig nur Video rendern möchte, was ich nicht glaube, dass das funktioniert, aber dann verbraucht natürlich der Prozessor viel, viel Strom. Wenn das Display richtig hell ist, dann verbraucht es auch viel mehr Strom. Deswegen ist immer schwierig zu sagen, wie lange der Akku denn nun hält. So, ich muss jetzt doch tatsächlich einen Cut machen, denn ich habe euch zwar gesagt, dass das Ding einen Card Reader hat, aber ich habe euch nicht gezeigt, wo der ist. Nämlich der Card Reader, der befindet sich hier hinten unter dem Kickstand. Da ist der Card Reader, eine Micro-SD-Karte kann man hier reinpacken, ich glaube bis zu 400 GB. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, vielleicht sind es auch bloß 256 GB. Das muss man dann halt nachlesen, da habe ich jetzt, weiß ich jetzt nicht genau. Ich empfehle hier aber eine etwas schnellere Karte zu kaufen, denn sonst habt ihr hier einen Flaschenhals zwischen SSD und zwischen dem Card Reader, wenn ihr Daten hin und her schieben wollt. Das war das eine. Und zum anderen gibt es natürlich hier unten auf der Unterseite auch noch was, nämlich den Connector für eine Tastatur. Man kann hier eine separate Tastatur, das Pipe-Cover anschließen und da ist der Connector dafür. So, das waren diese zwei Dinge, die ich euch noch zeigen wollte. 770 Gramm hat das Tablet, hat ein Maße von 292 x 201 mm und dick 8,5 mm. So. Und ja, mehr gibt es dazu erstmal nicht zu sagen. Es fühlt sich wirklich sehr, sehr hochwertig an. Es wackelt nichts, es kracht nichts, es ist sehr gut verarbeitet. Das Gehäuse ist also ein Magnesiumgehäuse. Da gibt es überhaupt nichts zu sagen, zu meckern, meine ich. Ja, was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt fix mal das Gerät da einrichten und ein bisschen dann mit rumspielen. Aber das soll es erstmal für das Unboxing gewesen sein. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich versuche sie dann zu beantworten. So, meine Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wie gesagt, Fragen gerne in die Kommentare, dann kann ich vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, wenn ich ein bisschen darum mit rumgearbeitet habe. Tschüss, bye bye, Winke Winke, hier war euer Sandvik Holl mit dem Unboxing des Microsoft Surface Pro 2017 mit dem i5-Prozessor. Ciao, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal.